Hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler66, Stunde der Wahrheit. Wir sind in Frage Nummer 6 und dies ist Lesung Nummer 6, Lesung und Besprechung des wundervollen Buchs, das Schwester Renate übersetzt hat, mit dem Titel Enthüllung über die geheime Priesterbeichte und die Abscheulichkeit der vorgeburtlichen Taufe von einer ehemaligen Nonne. Also wir hören es im Grunde wirklich aus allererster Quelle. Diese Frau hat viel mitgemacht in ihrem Leben. Eine Nonne hat kein leichtes Leben. Das ist nicht so schön, wie in diesem Film immer dargestellt wird. Ich sage jetzt mal Sister Act, den ja wahrscheinlich jeder kennt mit der Whoopi Goldberg oder solche Dinge. Nein, das Leben der Nonnen ist oftmals grauenvoll und da muss man nur mal Bücher lesen, wie von James Edgar Wiley, das Genius des Papsttums, wo er über die Klöster spricht. Es gibt viele Bücher, wo das besprochen wird, wo die Nonnen im Grunde nichts anderes sind als Huren der Priester. Das ist ein einziges großes, schändliches Geschehen, was sich da abspielt zwischen diesen geschützten Kirchenmauern, Klostermauern. Da muss man sich mal fragen, ist das, um die Blicke von außen abzuhalten, die reingucken wollen, oder ist das, um die Menschen, die drin sind, wirklich drinnen zu behalten? Ich denke, es ist ein bisschen von beidem. Also, Nonnen haben eine sehr gute Einsicht in diese Dinge und sie sind auch sehr gut ausgebildet, teilweise zumindest, und man kann davon ausgehen, dass unsere Autorin die Margaret L. Sheppard sehr gut ausgebildet war und sich sehr gut informiert hat, weil das, was sie hier sagt, das ist ja nicht nur, was sie sagt, sondern ist ja etwas, was römisch-katholische Morallehrer festgestellt haben. Und deren Feststellungen stehen festgeschrieben in deren Werken. Und diese römisch-katholischen Morallehrer, das wissen viele vielleicht gar nicht, sind auch diejenigen, die die Tradition der römisch-katholischen Kirche bilden. Entschuldigung. Und die römisch-katholische Kirche behauptet ja, dass ihre Tradition über der Bibel steht, wenn es um Lehre, um Glaubenslehre, Moralfragen und solche Dinge geht. Die Tradition steht über der Bibel. Was sind die Traditionen? Mündliche Überlieferungen der Apostel, die nicht in der Bibel stehen, und die schriftlichen Niederlegungen der Kirchenväter und natürlich auch von solchen Leuten, die sich Doktor der Kirche nennen. Also viele Dinge, die wir hier sehen, ist wirklich deswegen römisch-katholisches Dogma, weil sie das über die Bibel stellen. Deswegen halten wir in dieser Lesung alles gegen die Bibel, um ganz deutlich aufzuzeigen, ja, wer hat jetzt eigentlich recht? Gott oder der Mensch? Ich meine, wer die Frage nicht richtig beantworten kann, der ist, glaube ich, in dieser Videoserie verkehrt und der ist sowieso auf meinem Kanal verkehrt. Jedenfalls, wir beschäftigen uns im Augenblick mit der sechsten Frage, Eheverpflichtung. Fragen an verheiratete Frauen. Nummer 1. Hast du das Ehebett missbraucht, indem du etwas getan hast, was der Natur widerspricht? Oder indem du deinem Mann seine ehelichen Pflichten verweigert hast? Wie oft? Ihr versteht, dass solche Fragen natürlich für zarte Gemüter, nicht nur die, die das jetzt hier hören, sondern auch vor allen denen, denen das im Beichtstuhl gestellt wird, sehr vernichtend sein kann, psychologisch. Ja? Vor allen Dingen nicht nur die Frage gestellt zu bekommen, sondern dann unter dem Zwang zu stehen, diese Frage ehrlich bis ins kleinste Detail beantworten zu müssen. Frage 2. Haben Sie Ihren Mann überredet, Gott gegen die Gebote der Natur oder des Gewissens zu beleidigen? Wie oft? Guri über die Ehe. Damit mein Leser auf verständliche Weise versteht, wie die Kirche von Rom den Ehestand betrachtet, werde ich mich bemühen, nach Guri das Wesen und den Zweck der Ehe zu erklären. Der Beschaffenheit der Ehe. Und das hatten wir bereits besprochen. Der Zweck der Ehe. Die Dauer der Ehe. Und dann sind wir gekommen zu den schändlichen Hindernissen. Die schändlichen Hindernisse werden jetzt besprochen. Die römisch-katholische Religion lehrt,
dass die heilige Kirche allein in der Lage ist, diese Hindernisse festzustellen und dass weltliche Fürsten dies für ihre christlichen Untertanen, also christlich, lies katholisch, nicht tun können. Es sei denn, es handelt sich um zivile Angelegenheiten. Unter den Christen, wieder mal, ich musste mich räuspern und gleichzeitig mal das wegen dem Wort Christen einbauen, unter den Christen, zwischen Anführungszeichen, bitteschön, Katholiken, womit alle Getauften gemeint sind, damit ist natürlich getauft in die römisch-katholische Kirche, unter den Christen ist jede Vereinigung von Mann und Frau außerhalb des Sakraments, also der Ehe, und auf der Grundlage eines wie auch immer gearteten Zivilrechts nichts anderes als ein schändliches, von der Kirche verurteiltes Konkubinat. Und folglich kann der Ehevertrag nicht außerhalb des Sakraments bestehen und hat ausschließlich mit der Macht der Kirche zu tun. Nun bin ich mir ziemlich sicher, dass es viele Zuschauer dieses Videos gibt, die von diesem Satz nicht viel verstanden haben. Wir haben in der vorigen Folge besprochen, dass einerseits die Ehe als ein Vertrag angeschaut wird, andererseits aber eben auch als ein Sakrament. Ich lese es nochmal vor. Die Ehe ist, soweit es sich um einen Vertrag handelt, eine Vereinbarung, durch die sich Mann und Frau gegenseitig und rechtmäßig den Gebrauch ihres Körpers für alle der Zeugung dienenden Behandlungen überlassen und sich zum Zusammenleben verpflichten. Das hatte ich bereits vorgelesen und besprochen. Hier sagt also die römisch-katholische Morallehre, die Ehe ist ein Vertrag. Dann aber weiter, soweit es sich um ein Sakrament handelt, hatten wir auch drüber gesprochen, wird es folgendermaßen definiert. Sakrament des neuen Gesetzes, das die rechtmäßige Vereinigung von Mann und Frau heiligt, damit sie ihre Kinder fromm und heilig erziehen. Also die römisch-katholische Kirche macht einen Unterschied zwischen einerseits die Ehe ist ein Vertrag und andererseits die Ehe ist ein Sakrament. Mit anderen Worten, eine heilige Handlung oder eine Handlung, die Heiligkeit verschafft. Weil die Sakramente verschaffen uns ja die Heiligkeit, die Gerechtwerdung durch unsere Werke, die wir brauchen, um erlöst zu werden. Nach der römisch-katholischen Kirche. Ja? Jetzt also wird hier gesagt, unter den Katholiken, womit alle Getauften gemeint sind, ist jede Vereinigung von Mann und Frau außerhalb des Sakraments und auf der Grundlage eines wie auch immer gearteten Zivilrechts nichts anderes als ein schändliches, von der Kirche verurteiltes Konkubinat. Und folglich kann der Ehevertrag nicht außerhalb des Sakraments bestehen und hat ausschließlich mit der Macht der Kirche zu tun. Also hier wird jetzt der Vertrag und das Sakrament eins in der römisch-katholischen Kirche. Ja? Staat und Kirche eins. Der Vertrag ist die säkulare, die weltliche Bestätigung der Ehe. Ja? Ein Vertrag schließt man ja zwischen zwei Menschen und der wird ja bei uns geschlossen, wenn wir jetzt zum Beispiel zum Standesbeamten gehen oder was. Aber eine Ehe, die nur vor Standesbeamten geschlossen ist, ist für die römisch-katholische Kirche nicht bindend. Eine römisch-katholische Kirche akzeptiert nur eine Ehe, die geschlossen ist vor einem Priester. Dann ist es das Sakrament der Ehe. Und jetzt wird hier gesagt, folglich kann der Ehevertrag nicht außerhalb des Sakraments bestehen. Also sehen wir auch, wie hier die römisch-katholische Kirche die beiden zusammenfügt. Den Vertrag aus dem Weltlichen in das Sakrament, also in diese heilige Handlung mit einführt. Und versteht bitte, wenn ich sage heilige Handlung, dann ist das nicht das, was ich davon meine, sondern das ist die Definition der römisch-katholischen Kirche. Unter allen Getauften ist jede Vereinigung von Mann und Frau außerhalb des Sakraments, ein von der Kirche verurteiltes Konkubinat. Mit anderen Worten, die Vereinigung, da sprechen wir jetzt nicht vom fleischlichen Akt, sondern da sprechen wir davon, dass wenn Leute eben zum Beispiel nur vor dem Staat getraut sind, also verheiratet sind. Und das ist ein von der Kirche verurteiltes Konkubinat. Und folglich kann dieser Ehevertrag, der also normalerweise vor dem Standesamt geschlossen wird, nicht außerhalb des Sakraments bestehen und hat ausschließlich mit der Macht der Kirche zu tun. Also ich kann nur kirchlich heiraten. Was anderes sagt das hier nicht.
Wenn du nicht kirchlich verheiratet bist, bist du nicht verheiratet. Dann lebst du in Augen der römisch-katholischen Kirche in Konkubinat. Was ist jetzt ein anderes Wort für Konkubinat? Für diejenigen, die das nicht verstehen. Da geht es um, wie sagt man das so schön, wilde Ehe, wie wir das jetzt vielleicht sagen. Ja? Konkubinat. Wikipedia, lesen wir dazu, bezeichnet eine dauerhafte und nicht verheimlichte Form der geschlechtlichen Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, die nicht durch das Eherecht geregelt ist. Der weibliche Partner einer Konkubinatsbeziehung wird als Konkubine oder Beischläferin bezeichnet. Eine Bezeichnung für den männlichen Partner hat sich im deutschen Sprachgebrauch nicht etabliert. Man kennt das, glaube ich, vor allen Dingen aus Japan, ne? Während der Terminus im deutschen Sprachraum im Allgemeinen veraltet ist, ist er in der Schweiz lebendig geblieben und wird in der Gegenwart dort auch auf unverheiratete zusammenlebende Paare verwendet. Eheähnliche Gemeinschaft. Also jede Art des Zusammenlebens, das nicht von der Kirche sanktioniert wird, das nicht von der Kirche bestätigt wird. Es gibt hier einen Artikel über in der Schweiz Konkubinat, wenn sie als Paar zusammenleben und weder verheiratet sind noch in eingetragener Partnerschaft leben, gelten sie rechtlich als zwei Einzelpersonen. Erfahren Sie mehr über die Folgen darüber, wie Sie diese Folgen angehen können. Wenn Sie im Konkubinat leben, können Sie gegenseitige Rechte und Pflichten in einem Konkubinatsvertrag regeln und so weiter und so weiter. Dann geht es hier Konkubinatsvertrag. Ich gebe euch den Link da mal nachher in die Beschreibungsbox des Videos mit rein, dann könnt ihr euch darüber informieren. Der Punkt ist ganz einfach, man lebt in, ja, wie ich gerade sagte, wilder Ehe, wie das allgemeine Wort heißt, in Konkubinat. Man lebt in Unzucht, um es mit biblischen Termen auszudrücken. Und der biblische Term ist daher auch richtig. Denn ich muss eine Ehe schließen, wie sie biblisch geschlossen werden soll, um vor Gott bestehen zu können. Alles andere hat vor Gott auch keinen Bestand. Also wenn ich jetzt standesamtlich heirate, das ist ja schön und gut. Und dann habe ich den Segen der Menschen. Aber habe ich auch den Segen Gottes? Weil gerade wenn ich ins Standesamt gehe, dann will ich ja Gott in meine Ehe gar nicht mit einbeziehen. Also bei mir war das früher so, als ich geheiratet habe. Ich habe ja standesamtlich geheiratet, ich habe nicht kirchlich geheiratet, weder evangelisch noch katholisch. Weil ich wollte die Kirche nicht in meinem Ehebett haben. Aber heutzutage als Christ sehe ich das anders. Heute würde für mich nur eine biblische Heirat in Betracht kommen und keine andere. Alles andere würde mich in die Unzucht führen. Hier ist es so, dass die römisch-katholische Kirche ja schon mal die Beschränkung nimmt unter den zwischen Anführungszeichen Christen, womit Katholiken gemeint sind, womit alle Getauften gemeint sind, also sich ja sowieso nur Menschen innerhalb ihrer Glaubensgemeinschaft bezeichnet. Wenn du als Ketzer, Heretiker, also Protestant, Evangelischer, ein Ungläubiger mit einer Katholikin verheiratet bist, dann lebt diese Katholikin auch in Konkubinat. Ich glaube, da kommen wir später noch drauf. Also nur wenn, wie alle Getauften gemeint sind, alle Katholiken gemeint sind, wenn die Getauften gemeint sind, dann ist jede Vereinigung von Mann und Frau außerhalb dieses Sakraments der Ehe und auf der Grundlage eines wie auch immer gearteten Zivilrechts nichts anderes als ein schändliches, von der Kirche verurteiltes Konkubinat. Also wenn einer der beiden Partner Ketzer ist, nach Ansicht der römisch-katholischen Kirche, oder wenn sowieso nur vor dem Staat, sage ich jetzt mal, geheiratet wurde, dann ist das ein verurteiltes Konkubinat. Folglich kann der Ehevertrag nicht außerhalb des Sakraments bestehen. Also der Ehevertrag hat nach der römisch-katholischen Kirche, der vom Standesamt geschlossen wird, um es jetzt mal deutlich zu sagen, der Vertrag kann nur rechtens sein in den Augen der römisch-katholischen Kirche, wenn eben auch kirchlich geheiratet wurde und eben das Sakrament der Hochzeit von dem Priester vollzogen wurde.
Folglich kann der Ehevertrag nicht außerhalb des Sakraments bestehen und hat ausschließlich mit der Macht der Kirche zu tun. Damit führen Protestanten, also Ketzer, Heretiker, die nach den bürgerlichen Gesetzen des Landes verheiratet sind, ein Leben in Schande. Und die aus einer solchen Verbindung hervorgegangenen Kinder sind alle unehelich. Ich bin ein uneheliches Kind. Meine Eltern haben nicht vor der Kirche geheiratet. Meine Eltern sind keine getauften Katholiken. Ich bin ein uneheliches Kind, obwohl meine Eltern verheiratet waren. Und ich dem Gesetz nach, dem menschlichen Gesetz nach, natürlich ein eheliches Kind war, weil ich war geboren in eine Ehe, in eine bestehende Ehe. Ja, und so geht es wahrscheinlich vielen meiner Zuschauer. Aber wenn eure Eltern nicht katholisch verheiratet sind, dann seid ihr in Augen der römisch-katholischen Kirche uneheliche Kinder und eure Eltern leben in Schande. Es gibt da einen ganz witzigen Film, den meine Mutter ab und zu mal guckt mit Heinz Rühmann. Irgendwas von Montevideo im Titel damit drin. Da geht es eben darum, dass... guckt euch den Film selbst an. Aber da geht es im Grunde um das hier. Man muss nur eben das Thema tief genug damit in den Film mit einbeziehen. Ja? Ich glaube, das heißt das Haus in Montevideo oder sowas. Und ist natürlich auch lustig gemacht. Geht aber im Grunde um das Thema, was wir hier jetzt besprechen. Also, die römisch-katholische Kirche sagt, die Ehe ist ein Vertrag auf der einen Seite und ein Sakrament auf der anderen, aber der Vertrag auf der einen Seite kann ohne das Sakrament überhaupt nicht bestehen. Also wirklich zählen tut nur das Sakrament der Ehe, das vollzogen wird von einem Priester nach den Ritualen der römisch-katholischen Kirche. Wenn man in einer Gemeinschaft miteinander lebt, entweder der eine Katholik, der andere Nicht-Katholik, oder man lebt in einer Gemeinschaft, die nicht mit diesem Sakrament geheiligt wurde, so meint die römisch-katholische Kirche das, Sakrament zwischen Anführungszeichen, geheiligt zwischen Anführungszeichen, dann lebt man in Schande. Ja? Die Menschen leben in Schande und die Kinder, die sie vorbringen, sind unehelich. Und natürlich sind diese Kinder auch außerhalb der römisch-katholischen Kirche und von daher sowieso dem Tode zugeschrieben, weil außerhalb der römisch-katholischen Kirche gibt es ja keine Erlösung. Die römisch-katholische Theologie lehrt, dass es 15 verschiedene Arten von Hindernissen gibt, die die Ehe behindern. Diese 15 in 4 lateinischen Versen ausgedrückt sind Irrtum, Zustand, Gelübde, Beziehungskriminalität, Verschiedenheit der Verehrung, Gewalt, Ordnung, Verbindung, Ehrlichkeit, Alter, Bündnis, Geheimhaltung und Unfähigkeit. Alle diese Hindernisse verhindern die Ehe und machen sie ungültig, wenn sie geschlossen wurde. Und jetzt geht die Autorin hier in das Detail. Hindernis durch Unfähigkeit. Welche Unfähigkeit? Die Unfähigkeit, die ehelichen Pflichten zu erfüllen oder die Fähigkeit, den fleischlichen Akt mit dem Ergebnis der Zeugung wirksam zu akzeptieren, kann unterschiedlicher Art sein. Nämlich sicher oder zweifelhaft. Zweitens, in Bezug auf eine Vorgeschichte oder Folgen in Bezug auf die Ehe. Drittens, kann dieses Hindernis vorübergehend oder unbefristet sein. Es kann natürlich oder zufällig sein und fünftens schließlich, es kann absolut oder relativ sein, wie zwischen dem Mann und allen Frauen oder zwischen dem Mann und einer bestimmten Frau oder umgekehrt, also der Frau und allen Männern oder der Frau und einem bestimmten Mann. Hindernis des Vorgängers. Vorhergehende und andauernde Unfähigkeit, ob absolut oder relativ, macht die Ehe von Natur aus ungültig, weil der Zweck des Ehevertrages nicht mehr besteht, wenn der Geschlechtsverkehr unmöglich ist. Also hier wird die Ehe in der römisch-katholischen Kirche nur auf den Geschlechtsverkehr reduziert. Ja? Wenn der nicht durchgeführt werden kann mit der Absicht, um Kinder in die Welt zu setzen, dann ist die Ehe ungültig. Das sagen die. Knallhart. Wenn zwei Menschen miteinander heiraten und der eine davon ist nicht in der Lage, um den Geschlechtsverkehr auszuüben, dann ist die Ehe in der römisch-katholischen Kirche nicht gültig. Dann leben auch diese Menschen in Konkubinat. Im Zweifelsfall
kann die Ehe erst dann als ungültig angesehen werden, wenn die sexuelle Vereinigung 3 Jahre lang erprobt wurde, sodass man zu einem Ergebnis kommen kann. Der Romanismus lehrt jedoch, dass zwischen Unfähigkeit und Sterilität unterschieden werden muss. Denn unfruchtbare Frauen sind nicht kraftlos für den ehelichen Akt. Sie haben folglich das Recht, alte Männer zu heiraten, die in der Lage sind, solche Akte zu vollziehen. Das Gleiche gilt für Frauen, die den Samen empfangen können, ohne ihn behalten zu können. Man sieht, wie sich die römisch-katholische Kirche auf die sexuelle Handlung hier versteift und konzentriert. Das ist für die das Ein und Alles. Natürlich sprechen wir in der Bibel auch davon, dass Mann und Frau zusammenkommen, um ein Fleisch zu werden. Und das sowohl physisch als auch psychisch. Ja? Also auch den Geschlechtsakt haben. Aber ich denke, dass, und ich weiß jetzt nicht, wo man das in der Bibel nachlesen könnte, ob es da Beispiele für gibt, wenn man den Akt nicht ausüben kann, dass Gott trotzdem diese Ehe akzeptieren würde, wenn die beiden treu miteinander leben und eben nicht mit anderen Menschen außerhalb ihres Verhältnisses andere Verhältnisse haben. Weil man kann ja eben auch, sage ich jetzt mal, seinen Partner betrügen auf psychischer Basis, ne? Durch Gefühlsbetrug, nicht nur durch fleischlichen Betrug, sondern eben auch auf psychische Art und Weise. Aber hier sagt die römisch-katholische Kirche, eine Ehe ist von Natur aus ungültig, weil der Zweck des Ehevertrages nicht mehr besteht. Also der ganze Ehevertrag oder das ganze Sakrament ist nur aufgebaut auf der sexuellen Handlung. Weiß ich nicht, was die Bibel da jetzt so sagt. Aber im Endeffekt ist das natürlich ein Punkt, dass man die sexuelle Handlung ausführen sollte, müsste, könnte. Aber ich denke nicht, dass das eine Verpflichtung ist. Und hier wird natürlich dann auch der Punkt angesprochen von wegen Sterilität. Also wenn die Frau unfähig ist, jetzt, also wenn sie steril ist oder wenn sie unfruchtbar ist, ne? Denn unfruchtbare Frauen sind nicht kraftlos für den ehelichen Akt. Sie haben folglich das Recht, alte Männer zu heiraten. Ja, wenn man sich da mal an die Geschichte von Abraham erinnert, der ja mit Sarah verheiratet war, die ja auch barren war, wie es heißt, die ja auch keine Kinder kriegen konnte, also die unfruchtbar war, aber dann zu einem späteren Zeitpunkt das immer noch gefunden hat. Ob die sich jetzt genau die 3 Jahre gehalten haben, die hier von der römisch-katholischen Kirche festgelegt wird, das wage ich mal ganz stark zu bezweifeln. Den Akt haben sie ausführen können, nur sie haben keine Kinder in die Welt setzen können. Die römisch-katholische Kirche sagt, wenn du physisch nicht in der Lage bist, den Geschlechtsverkehr auszuüben, dann ist die Ehe ungültig. So einfach ist das, worauf das hin aufkommt. Ein zweites Hindernis, das die Ehe vollziehen kann, ist das Hindernis des Verbrechens. Und hier haben wir zum Beispiel Mord. Und jetzt kommt die Autorin mit einem Beispiel oder mit mehreren Beispielen. Das ist ganz interessant. Mord. Leonia, angewidert von ihrem Mann, einem sehr alten, kranken Mann, wünschte sich 100-mal, er möge sterben. Eines Tages, als sie allein in ihrer Kammer eingeschlossen war, rief sie aus: Guter Gott, wenn ich endlich von dieser schrecklichen Plage befreit wäre, mit welchem Vergnügen würde ich diesen widerlichen alten Mann ersetzen, indem ich meinen jungen Diener heirate? Als der Diener dies hört, geht er sofort zum Bett des armen, kranken Mannes und führt seinen schnellen Tod herbei, indem er ihm eine zusätzliche Dosis starker Drogen verabreicht. Dann, nach der Trauerzeit, heiratet er Leonia. Frage: Ist diese Ehe gültig? Das jetzt, vergesst es nicht, das ist hier römisch-katholische Moraltheologie. Antwort: Diese Ehe ist gültig, denn es gab weder ein Komplott zur Tötung noch ein gegenseitiges Einverständnis zur Tötung des unglücklichen alten Mannes. Denn obwohl Leonia sich beklagt hatte, dass von ihrem Diener gehört wurde, wie den Wunsch wieder zu heiraten, war kein gegenseitiges Einverständnis ausgetauscht worden, um den Tod ihres Mannes herbeizuführen. Und tatsächlich tötete der Diener seinen Herrn ohne das Wissen seiner Herrin. Folglich gibt es kein Hindernis durch das Verbrechen und ihre Ehe ist gültig. Ist es nicht interessant, wie man sich hier nur auf die Gültigkeit der Ehe bezieht und gar nicht darum geht, es gar nicht darum geht, dass hier ein Mensch ermordet wurde?
Und wie kann die Ehe dann gültig sein, wenn der Mörder aufgrund dessen, dass das bekannt wird oder werden würde, weil wir lesen die Geschichte ja hier, wenn der Mörder dann A hingerichtet wird, je nachdem, zu welcher Zeit das passiert ist. Früher gab es ja auch Hinrichtungen von Mördern. Oder aber, wenn er lebenslang ins Gefängnis gehen muss, ist dann die Ehe auch gültig? Kann die Frau sich dann scheiden lassen, weil Scheidung ist ja auch nicht möglich in der römisch-katholischen Kirche, nach ihren Moralvorstellungen. Heutzutage in der Welt ist eine andere Sache, aber nach ihren Moralvorstellungen kann man ja die Ehe auch nicht auflösen. Ist diese Ehe dann gültig? Der Punkt wird hier gar nicht zur Sprache gebracht. Hier geht es nur darum von, ja, die beiden haben sich ja nicht verabredet, der Mann hat das aus eigenem Antrieb getan und deswegen ist die Ehe gültig. Also prinzipiell müsste man schon mal sagen, von die Ehe ist nicht gültig, weil er sich die Ehemöglichkeit auf unehrliche Art und Weise, nämlich durch einen Mord, erschlichen hat. Das ist jetzt mein Moralverständnis. Aber es geht ja hier auch darum, dass wir eben das Moralverständnis der römisch-katholischen Kirche mal aufdecken. Also nach der römisch-katholischen Kirche, ihr Verständnis, ist diese Ehe tatsächlich gültig. Soweit zum Mord. Jetzt zu Verbrechen. Melanie, eine verheiratete Frau, wird zum Ehebruch mit Donat verleitet, der ihr auf raffinierte Weise die Ehe verspricht. Ihr Mann stirbt bald darauf und hinterlässt ihr das Erbe seines gesamten Besitzes. Donat, in der Hoffnung, das Vermögen zu besitzen, erfüllt sein Heiratsversprechen. Doch bald streitet er sich mit seiner Frau und verlässt sie. Da er weiß, dass die Ehe oft durch ein Verbrechen aufgehoben wird, sucht er den Rat seines Beichtvaters und fragt ihn, ob er eine andere Frau heiraten kann. Frage: Gibt es ein Hindernis für seine zweite Ehe? Antwort des Beichtvaters: Nein. Die zweite Ehe ist gültig, weil das Versprechen an die erste Frau aufrichtig war und ein solches Versprechen nicht bindend ist. Ja, das ist doch mal eine interessante Aussage. Ne? Wir schauen uns das, ich schaue mir das mal eben hier in Englisch an. Die zweite Hochzeit, also die zweite Ehe ist gültig, weil das Versprechen zu der ersten Frau ernst war und ein solches Versprechen nicht bindend ist. Ja, so steht es im Englischen, das ist also vollständig korrekt übersetzt. Ein solches Versprechen ist nicht bindend. Drittens, Ketzerehe. Na, also habe ich ja vorhin schon kurz angeführt, was das bedeutet. Tarsil, eine ketzerische Frau, also lass uns mal sagen, eine Protestantin, die an einem Ort, an dem das Gesetz des Konzils von Trient gültig ist, mit Drusil, ebenfalls einem Ketzer, verheiratet ist, wird von der göttlichen Gnade getroffen und nimmt den wahren Glauben an, obwohl ihr Mann in seinem Irrtum bleibt. Jetzt mal eben normal verständlich im Deutsch. Eine Protestantin, die an einem katholischen Ort lebt, ist mit Drusil, ebenfalls einem Protestanten, verheiratet und wird von hier der göttlichen Gnade, nein, wird vom Teufel entführt und nimmt den einzig wahren Glauben an, steht hier, nimmt den Glauben an, der in die Hölle führt, nämlich den römisch-katholischen, obwohl ihr Mann in seinem Irrtum bleibt. Wir müssen ja verstehen, wie das hier geschrieben ist, ja? Es geht hier um zwei Ketzer, eine Frau und einen Mann. Beide sind in einem Platz wohnhaft, wo das Konzil von Trient gilt, also wo die römisch-katholische Moraltheologie vollständig durchgesetzt wird und vollständig am Wirken und Arbeiten ist. Und jetzt wird sie auf einmal von der, zwischen Anführungszeichen, göttlichen Gnade getroffen, ne, und bekehrt sich zum Katholizismus. Also, sie wirft ihr ewiges Leben weg, was sie als wahre Christin, als Protestantin haben sollte, und wird katholisch. In ihrer Sorge sucht sie Bernard, ihren Beichtvater, auf. Da frage ich mich schon mal, wie eine Protestantin überhaupt einen Beichtvater haben kann. Also den hat sie sich jetzt dann wohl ausgesucht. Und fragt ihn, was sie tun soll. Der Priester antwortet: Um deiner Erlösung willen und weil deine Ehe annulliert wurde, solltest du deinen Mann verlassen. Du kannst auch einen anderen Mann heiraten. Frage.
Kann Tarsil weiterhin in einer ehelichen Beziehung mit Drusil leben? Antwort: Im Prinzip ist die Antwort des Beichtvaters anzuerkennen. Was heißt das? Der Beichtvater sagt: Um deiner Erlösung willen, also weil du in der römisch-katholischen Kirche bist und das ist die einzige Kirche, in der Erlösung möglich ist, wurde deine Ehe aus unserem Standpunkt her annulliert und daher solltest du deinen Mann verlassen. Du kannst auch einen anderen Mann heiraten. Mit anderen Worten, die Frau wird hier aus staatlicher Sicht Bigamistin, weil sie ist ja noch mit dem Drusil verheiratet. Nur in der römisch-katholischen Kirche ist diese Ehe ungültig, weil eine Katholike mit einem Protestanten verheiratet ist und der Priester findet, dass dann die Ehe annulliert ist, kirchlich. Und dann kannst du deinen Mann verlassen und dann kannst du auch einen anderen Mann heiraten. Also kann Tarsil weiterhin in einer ehelichen Beziehung mit Drusil leben. Wenn dann hier steht, im Prinzip ist die Antwort des Beichtvaters anzuerkennen, nein, denn der Beichtvater sagt, deine Ehe wurde annulliert. Also kann sie nicht weiterhin in einer ehelichen Beziehung mit Drusil leben. Sie lebt dann in Konkubinat. Nachdem ich nun den Leser mit dem Wesen und dem Zweck der Ehe sowie mit dem Hindernis, das die Zeremonie gültig oder ungültig macht, vertraut gemacht habe, wollen wir uns mit den Fragen befassen, die einer verheirateten Frau gestellt werden, also im Beichtstuhl. Ne? Die erste davon ist: Haben Sie das Ehebett entehrt, indem Sie Ihrem Mann seine ehelichen Pflichten verweigert haben? Erinnert ihr euch noch, was wir letztes Mal gelesen haben in Hebräer Kapitel 13, Vers 4? Das Ehebett ist unbeschmutzt, unbefleckt. Ja? Haben Sie das Ehebett befleckt, indem Sie Ihrem Mann seine ehelichen Pflichten verweigert haben? Das ist hier die erste Frage, die die Autorin jetzt hier stellt in diesem Buch, die aber komplett unbiblisch ist, einen Menschen zu stellen. Abgesehen davon, dass es unbiblisch ist, dass eine Frau zur Beichte geht, das ist eine andere Sache, das ist sowieso schon mal unbiblisch. Aber selbst wenn, dass er ihr dann diese Frage stellt und hiermit im Grunde mit dieser Frage jetzt aus dieser Frage eine Antwort auszulocken, der Priester im Grunde das Ehebett beschmutzt. Und damit eben das tut, wo die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 13, Vers 4. Ich muss es nochmal eben raussuchen. Ich habe es jetzt nicht, wo ist denn hier die Schlachter? Ich habe es jetzt nicht geöffnet gerade hier. Machen wir es nochmal eben auf. Hebräer. Oh. Ist immer gar nicht mal so leicht. Das ist alles so dicht geschrieben hier. Ich finde immer Timotheus, Titus, Philemon, Hebräer, da ist so klein hier drin. So, Kapitel 13, Vers 4. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Ja? So steht es geschrieben. Und der Priester ist dir auf dem besten Weg, ein Ehebrecher zu werden, durch sich in das Vertrauensverhältnis zwischen Ehefrau und Ehemann einzuschleichen und solche Fragen zu stellen. Haben Sie das Ehebett entehrt, indem Sie Ihrem Mann seine ehelichen Pflichten verweigert haben? Gyori gibt unter der Überschrift der Frage eine sehr ausführliche Erklärung aller Sünden und versucht zu zeigen, wie ein Ehemann und eine Ehefrau miteinander fleischliche Sünden begehen. Ja, also jetzt geht es darum, um innerhalb des Sakraments der Ehe, wie die römisch-katholische Kirche das nennt, Sünden zu begehen. Erstens, in Bezug auf die Verweigerung der Ehepflicht lehrt die Kirche, dass diese Verbindung zur Zeugung von Kindern eingesetzt wurde und behauptet, dass die Frau sich ihrem Mann unterwerfen muss, wann immer er es wünscht. Dass sie aber, wenn sie unter ihrer Monatsblutung leidet, berechtigt ist, die Verpflichtung zu verweigern. Sollte sie jedoch Grund zu der Befürchtung haben, dass ihr Mann durch die Verweigerung weggehen und die Sünde des Ehebruchs begehen wird, muss sie die Verpflichtung einhalten und danach dem Priester in der Beichte alle damit zusammenhängenden Einzelheiten mitteilen. Die Kirche lehrt und fordert den Beichtvater auf, dass die Verheirateten jederzeit in der Beichte gefragt werden müssen, ob sie die Verpflichtung verweigern,
insbesondere gegenüber Frauen, die aus Ignoranz oder Keuschheit manchmal darüber schweigen, was zwischen ihnen und ihren Ehemännern passieren könnte. Unmittelbar vor der Gewährung der Verpflichtung wollte der Ehemann, dass die Ehefrau eine Haltung einnahm, die unnatürlich wäre. Wurde der eheliche Akt in dem ausdrücklichen Wunsch vollzogen, eine Zeugung herbeizuführen, oder wurde er unter dem Namen der Ehe nur zur Befriedigung der Sinnlichkeit vollzogen? Und wenn ja, welche Gespräche fanden zwischen den Eheleuten statt? Der Frau wird die Sodomie beschrieben und sie wird gefragt, ob sie sich dessen schuldig gemacht hat oder ob sie oder ihr Mann sich ausschweifenden Küssen oder Umarmungen hingegeben haben und dabei dem anderen die Sünde des Onanismus oder den absichtlichen Verlust des Samens empfohlen haben. Um die Empfängnis von Kindern zu verhindern, muss die Frau in diesem Fall dem Beichtvater erklären, mit welchen Mitteln sie dieses Ziel erreichen will. Sie wird gefragt, erstens, ob sie sich von ihrem Mann zurückzog, so dass der eheliche Akt nicht auf natürliche Weise vollzogen werden konnte. Und zweitens, hat sie die Empfängnis durch die Injektion eines Heiltranks verhindert? Da gehen wir in eine Fußnote rein. Das heutige Äquivalent ist die Pille heimlich zu nehmen. Bitte schön. Oder drittens, oder indem man sich in der fünften Art von Luxus gegen die Natur schuldig macht, der begangen wird, wenn der Geschlechtsverkehr zwischen Eheleuten auf unnatürliche Weise stattfindet, zum Beispiel im Stehen, Sitzen oder wie Tiere kopulieren. Nachdem alle diese Tatsachen festgestellt wurden, muss der Beichtvater die Frau im Beichtstuhl streng zurechtweisen, während sie zitternd vor ihm kniet. Und nach der Buße erteilt er ihr die Absolution, unter der Bedingung, dass sie sich in Zukunft von solchen Handlungen fernhält. So, das war jetzt ein ganz schönes Stück. Das war mal ein ganz großer Absatz, den ich gelesen habe. Und ich möchte noch ein paar Bemerkungen dazu einwerfen. Da wartet ihr wahrscheinlich auch drauf, nachdem ihr das selbst mit Erstaunen gehört habt, was ich hier jetzt gerade gelesen habe. Also, Guri gibt unter der Überschrift der Frage eine sehr ausführliche Erklärung aller Sünden. Ne, haben sie das Ehebett entehrt, indem sie ihrem Mann seine ehelichen Pflichten verweigert haben? Erstens, in Bezug auf die Verweigerung der Ehepflicht lehrt die Kirche, dass diese Verbindung zur Zeugung von Kindern eingesetzt wurde, also die Verbindung, das Sakrament der Ehe, und behauptet, dass die Frau sich ihrem Mann unterwerfen muss, wann immer er es wünscht. Dass sie aber, wenn sie unter ihrer Monatsblutung leidet, berechtigt ist, die Verpflichtung zu verweigern. Dass die Frau sich ihrem Mann unterwerfen muss und den sexuellen Akt über sich ergehen lassen muss, ist eine römisch-katholische Lehre, ist nicht biblisch und ist der Grund, warum viele, zwischen Anführungszeichen, Vergewaltigungen in der Ehe stattfinden, weil der Mann macht das in dem Glauben, dass er das darf. Die römisch-katholische Kirche sanktioniert so etwas nicht, sondern sie mutigt ein solches Verhalten an. Wenn hier ganz klar Guri schreibt, die Frau muss sich ihrem Mann unterwerfen, wann immer er es wünscht. Das ist keine aufblasbare Puppe, bitteschön. Er ist doch ein Mensch. Jetzt wäre es ja mal interessant, was sagt denn die Bibel dazu? Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Wir gehen zu diesem Thema jetzt, ohne dass ich das besonders vorbereitet hätte, in das Buch 1. Korinther, Kapitel 7. Da wird sehr viel zu dieser Sache und auch zu anderen Dingen gesagt, aber der Hauptpunkt kommt gleich am Anfang. Wir lesen eben aus der Schlachter 2000, 1. Korinther, Kapitel 7. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren. Um aber Unzucht zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die liebevolle Zuwendung, das Wohlgesinntsein, die er ihr schuldig ist. Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt, und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht
um eurer Unenthaltsamkeit willen, also eures Mangels an Selbstbeherrschung willen. Das sage ich aber aus Nachsicht und nicht als Befehl. Denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Das ist inklusive Vers 7 und dabei belasse ich es jetzt im Augenblick. Es geht halt noch weiter, aber den wichtigsten Punkt haben wir, glaube ich, besprochen. Und das, was Paulus hier anspricht, in Vers 7, denn ich wollte, alle Menschen wären so wie ich, da spricht er über das Prinzip des Eunuchen. Das können wir gerne ein anderes Mal besprechen, das ist jetzt hier nicht wichtig im Augenblick. Wir wollen nochmal eben die Verse uns anschauen, die jetzt Bezug haben auf das, was wir gerade eben von Gyri in der römisch-katholischen Morallehre gelesen haben und was die Bibel dazu sagt. Also, erstens mal steht hier ganz klar, ja, jeder Mann soll seine eigene Frau haben und jede Frau ihren eigenen Mann. Also ganz klar die Beziehung von einem Mann und einer Frau. Das ist auch dem das, was auch in der Bibel Ehe genannt wird. Ja? Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Also hier sprechen wir von, dass beide einander respektieren und Zuneigung zeigen sollen. Wenn sie keine Zuneigung füreinander haben, dann sollen sie nicht zusammenleben. Logisch, ne? So viel zu einer sogenannten Zweckehe oder sowas. Nein, Heirat oder Ehe immer nur eben aus Liebe. Und dann kann man der Frau auch die Zuneigung zeigen, die man ihr schuldig ist. Und genauso ist die Frau dem Mann ebenso die Zuneigung schuldig. Jetzt kommt der interessante Punkt. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Und genau das ist, was die römisch-katholische Kirche hier mit ihrer Moraltheologie ausschlachtet auf eine Art und Weise, die eben nicht biblisch ist. Weil, lass uns nochmal eben in Erinnerung rufen, hier steht, die Frau muss sich ihrem Mann unterwerfen, wann immer er es wünscht. Dass sie aber, wenn sie unter ihrer Monatsblutung leidet, berechtigt ist, die Verpflichtung zu verweigern. So, da geht es also nur um die Ausnahme der monatlichen Blutung. Ansonsten muss die Frau sich ihrem Mann unterwerfen, wann immer er es wünscht. Die Bibel sagt, die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Jetzt kann man sagen von, ja, aber Jörg, hier bestätigt ja die Bibel exakt das, was die römisch-katholische Kirche sagt. Lesen wir mal weiter. Gleicherweise, sagt die Bibel, verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Ach so, das geht also in beide Richtungen. Also, während wir hier bei den römisch-katholischen Morallehrern, bei Gyri in diesem Fall, nur davon sprechen, dass die Frau sich ihrem Mann unterwerfen muss, wann immer er es wünscht, sagt die Bibel, wenn wir es jetzt ins Extreme steigern natürlich, dass der Mann sich auch immer seiner Frau unterwerfen muss, wann sie es wünscht. Nun, so sagt die Bibel das nicht, weil so meint die Bibel das auch nicht, aber so meint die römisch-katholische Kirche das. Und ich kann euch garantieren, sie bezieht sich auf diesen Vers in der Bibel, die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann, wenn sie diese römisch-katholische Moralaussage mag. Weil da sind die Katholiken wunderbar drin, in der Sophistik und in der Kasuistik das Wort der Bibel zu nehmen und zu verdrehen zu ihrem eigenen Moralverständnis. Dass das Moralverständnis des Teufels ist und nicht des Gottes, der Schöpfung, Yahweh. Weil man muss ja weiterlesen, es geht ja weiter in Vers 5. Paulus sagt hier, entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang. Was heißt denn das jetzt? Natürlich entziehe ich mich mehr oder weniger als Frau von der sexuellen Verpflichtung gegenüber meinem Mann, wenn ich die Monatsblutung habe. Erstens mal kann ich dann keine Kinder kriegen und zweitens mal macht es ja auch keinen Spaß, eine Riesenschweinerei. Davon mal abgesehen, dann macht man das nicht. Das ist verständlich. Die Frau hat dann auch keine Lust, ja? Und ich kann euch garantieren, als Mann vergeht euch die Lust auch ziemlich schnell in dem Fall. Ja? Und es geht ja nicht um Lustbefriedigung, aber es geht darum, ja anständig miteinander umzugehen. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist. Gebe ich der Frau die Zuneigung, die ich ihr schuldig bin, wenn ich mit ihr Geschlechtsverkehr ausübe in der Zeit ihrer monatlichen Blutung? Glaube ich nicht.
entzieht euch einander nicht außer nach Übereinkunft eine Zeit lang. Das heißt, wenn Eheleute sagen, wir machen jetzt eine bestimmte Zeit lang keine sexuelle Handlung mehr miteinander, dann muss das abgesprochen sein. Und dann macht man das, damit man sich im Fasten und in dem Gebet sich widmen kann. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eurer Unenthaltsamkeit willen, ja, eures Mangels an Selbstbeherrschung willen. Weil man kann mit seinem Partner über eine Zeit lang sagen, dass man das nicht macht. Aber wenn der andere Partner sich nicht an den abgesprochenen Termin, also der Dauer dieses Entzugs hält, ja, dann werde ich doch verleitet, mir meine Lust woanders zu befriedigen. Das ist damit gemeint, dass der Satan euch nicht versucht, um eure Unenthaltsamkeit willen. Also, erstens mal steht hier ganz klar drin, wenn ihr einander euch entzieht, dann tut das nur in Übereinkunft, nur eine bestimmte Zeit lang, damit ihr in der Zeit dann euch auch mit Fasten und dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, weil wenn ihr das nicht tut, dann wird der Satan euch versuchen, wegen eurer Unenthaltsamkeit und wird euch in die Versuchung leiten, wird euch in den Ehebruch leiten. Genau das, was eben in den Geboten steht. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht Unzucht treiben. Die Bibel weiß das ganz klar, darum steht sie ganz klar drin. Wie die römisch-katholische Kirche das auslegt, ist dann wieder halt ein ganz anderer Schuh. In Bezug auf die Verweigerung der Ehepflicht lehrt die Kirche, dass diese Verbindung zur Zeugung von Kindern eingesetzt wurde und behauptet, dass die Frau sich ihrem Mann unterwerfen muss, wann immer er es wünscht. Sollte sie jedoch Grund zur Befürchtung haben, dass ihr Mann durch die Verweigerung weggehen und die Sünde des Ehebruchs begehen wird, muss sie die Verpflichtung einhalten und danach dem Priester in der Beichte alle damit zusammenhängenden Einzelheiten mitteilen. Steht das in der Bibel? Nein. Wir lesen hier, die Frau verfügt nicht über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eure Unenthaltsamkeit willen. Das steht in der Bibel. Und alles andere ist weltliche, ist katholische, ist teuflische Auslegung des Wortes Gottes. Der Teufel, der Vater der Lügen ist, ne? Und nicht der Wahrheit, ne? Also das, was hier in Gyris Moraltheologie steht, ist absolut unbiblisch. Okay, dass die Frau sich während der Monatsblutung verweigert, ist aber mehr oder weniger eigentlich in Zusammensprache sollte das passieren. Weil der Mann muss der Frau ja oder soll der Frau ja, wie es heißt in Vers 5, in Vers 3, der Mann muss der Frau die Zuneigung geben, die er ihr schuldig ist. Zuneigung, Respekt, ja? Und das mache ich nicht, wenn ich mir nehme, was ich haben will. Die römisch-katholische Kirche gibt hier den Männern fast einen Freibrief zur Vergewaltigung in der Ehe. Das ist die Moraltheologie der römisch-katholischen Kirche. Eine andere Moral als die in der Bibel. Die Kirche lehrt und fordert den Beichtvater auf, dass die Verheirateten jederzeit in der Beichte gefragt werden müssen, ob sie die Verpflichtung verweigern, insbesondere gegenüber Frauen, die aus Ignoranz oder Keuschheit manchmal darüber schweigen, was zwischen ihnen und ihren Ehemännern passieren könnte. Unmittelbar vor der Gewährung der Verpflichtung wollte der Ehemann, dass die Ehefrau eine Haltung einnahm, die unnatürlich wäre. Wurde der eheliche Akt in dem ausdrücklichen Wunsch vollzogen, eine Zeugung herbeizuführen, oder wurde er unter dem Namen der Ehe nur zur Befriedigung der Sinnlichkeit vollzogen? Also mit anderen Worten geht es nur um eine sexuelle Befriedigung. Hier des Mannes oder der Frau. Ja, das geht die Kirche nichts an. Das Ehebett ist unbefleckt. Da hast du nichts mit zu tun. Natürlich wird dann jeder Frau die Sodomie beschrieben und dann wird gesehen, ob sie sich dessen schuldig gemacht hat. Und dann geht es hier um den Onanismus, ne? Also hier geht es dann um die
nach dem Motto, die Frau entzieht dem Mann die Möglichkeit, den Samenerguss in ihr zu haben. Das ist dann so wie in dem biblischen Beispiel, aber da in dem biblischen Beispiel, Onan, erinnern wir uns, in Genesis, ich glaube Kapitel 29 oder so, stand ja drin, dass der Onan das bewusst gemacht hat. Er hat der Frau bewusst den Samen enthalten. Das heißt, er wollte den Verkehr, er wollte seinen Spaß, aber er wollte nicht die Verpflichtung, die Kinder zu zeugen. Dass in der Ehe aber Geschlechtsverkehr nur ausgeübt werden darf zur Fortpflanzung, das ist eine rein katholische Lehre. Das steht so nicht in der Bibel. Und wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, dann kann ich euch anraten, da müsst ihr in das Buch gehen von Romanism von Lorraine Bettner. Ja, Romanismus von Lorraine Bettner. Das gibt es nur in Englisch. Der beschäftigt sich aber ganz intensiv mit diesem Thema, noch intensiver, als wir uns hier damit beschäftigen, und bringt da die Morallehre der römisch-katholischen Kirche auf den absoluten Höchstpunkt. Also noch mehr, als die Autorin das hier macht. Ja? Aber ich glaube, dass hier ganz klar deutlich ist, dass die römisch-katholische Kirche, wenn sie sagt, die Frau muss sich ihrem Mann unterwerfen, wann immer er es wünscht, hier ganz klar einen Freibrief für Vergewaltigung gibt. Wobei die Bibel ganz klar sagt, Paulus 1. Korinther Kapitel 7, Vers 3, der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Also, die Frau muss sich ihrem Mann unterwerfen, wann immer er es wünscht. Dann sage ich im Umkehrschluss, da muss sich auch der Mann der Frau unterwerfen, wann immer sie es wünscht. Ja, stellt euch mal vor, es gibt auch Beziehungen, da ist das andersrum. Aber das ist eine totale Verdrehung dessen, was in der Bibel steht, und darin ist die römisch-katholische Kirche beispiellos gut. Unnachahmbar gut. Okay. Wir gehen jetzt ein wenig weiter in diesem Text. Nach diesen drei Punkten, die wir hier, also diese drei Fragen, die wir jetzt hatten, ne? Hat sie sich von ihrem Mann zurückgezogen, sodass der eheliche Akt nicht auf natürliche Weise vollzogen werden konnte? Hat sie die Empfängnis durch Injektion eines Heiltranks verhindert, was ein Äquivalent ist zu heutzutage heimlich die Pille zu nehmen, um vorzutäuschen, dass man keine Kinder kriegen kann, weil man heimlich die Pille nimmt, weil die Frau sagt von, meine Karriere ist mir wichtig, ich will jetzt keine Kinder, lass den Mann mal machen, aber ich sorge dafür, dass er keine Kinder zeugen kann mit mir, oder indem man sich nach der fünften Art von Luxus gegen die Natur schuldig macht und der begangen wird, wenn der Geschlechtsverkehr zwischen Eheleuten auf unnatürliche Weise stattfindet, wie zum Beispiel stehen, sitzen oder wie Tiere kopulieren. Warum man in der Zeit nicht empfangen kann, weiß ich jetzt auch nicht. Nachdem all diese Tatsachen festgestellt wurden, muss der Beichtvater die Frau im Beichtstuhl streng zurechtweisen, während sie natürlich zitternd vor Angst vor ihm kniet. Weil wenn der sagt, du hast eine Todsünde begangen, dann weiß die Frau, dass ihr ewiges Leben verspielt ist. Deswegen kniet sie zitternd vor ihm. Und nach der Buße erteilt ihr die Absolution unter der Bedingung, dass sie sich in Zukunft von solchen Handlungen fernhält. Ich wage es nicht, sagt Margaret Shepherd. Ich wage es nicht, den wörtlichen Text von Gury, dem Blick des Lesers zu öffnen. Und das erinnert mich ganz genau an diese letzten Seiten, wie ich ja schon bereits erwähnt hatte in dem Buch Die Frau, der Priester und der Beichtstuhl, ja, von Charles Chiniquy, ihr erinnert euch, wo ja eben auch anderthalb Seiten oder zwei Seiten am Ende des Buches in Latein drinstehen, die wirklich nicht für schwache Gemüter sind. Im Gegenteil, deswegen stehen sie dann in Latein und deswegen kann man sie in Deutsch, in verständlichem Deutsch, ordentlich übersetzt auch nicht bekommen. Zumindest nicht meines Wissens nach. Und es ist nicht, dass ich sie unbedingt wissen will. Manche Dinge sind besser, wenn man sie vielleicht nicht gelesen hat. Ja? Deswegen sagt sie auch, ich wage es nicht, den wörtlichen Text von Guri, den Blick des Lesers zu öffnen. Wer es wissen will, muss sich die Werke von Guri besorgen. Dafür müsst ihr wahrscheinlich Lateinisch können und dann könnt ihr das ja gerne nachlesen. Wie andere Theologen, also andere Theologen wie Liguori, von dem wir ja bereits gesprochen hatten, Rousselot, Peter Dentz, Nardi und andere, ist Guri von einer zügellosen Fantasie durchdrungen, die sich im Studium der sogenannten schändlichen Dinge zeigt. Das heißt, der Gebote 6 und 9 des Dekalogs. Nein, also du sollst nicht Ehe brechen und du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Nach der römisch-katholischen Zählweise. Und der Pflichten verheirateter Menschen.
Sie zeigt sich in einem Luxus lasziver Recherchen, einer Liebe zu obszönen Details, einer Erfindung unsauberer Umstände, die weit hinter dem zurückbleibt, was sich der Autor von Justin und Garmiani ausgedacht hat. Wer ist denn Justin und Garmiani? Hier geht es nach meiner Recherche um ein Werk, das Sodomie zwischen Männern zum Thema hat. Ja, also ein Autor hat ein Werk geschrieben, das heißt von Justin und Garmiani. Ja? Also, nochmal, dass wir den Satz bitte schön gut verstehen. Wie andere Theologen wie Liguori, Rousselot, Peter Dance, Naldi und andere ist Guri von einer zügellosen Fantasie durchdrungen, die sich im Studium der sogenannten schändlichen Dinge zeigt, ja, der Gebote des Dekalogs und Pflichten verheirateter Menschen. Sie zeigt sich in einem Luxus lasziver Recherchen, einer Liebe zu obszönen Details, einer Erfindung unsauberer Umstände, die weit hinter dem zurückbleibt, was sich der Autor von Justin und Garmiani ausgedacht hat. Also das Buch wollt ihr wahrscheinlich besser nicht lesen. Aber was noch interessanter ist, ist zu sehen, dass die genetischen Vorurteile den Geist des Beichtvaters so beständig heimsuchen, dass er von ihnen in vielen Fällen dominiert wird, wo sie zweifellos nichts mit dem Thema zu tun haben. Es ist eine Frage der unbesiegbaren Ignoranz. Er nimmt zum Beispiel Kinder, qui egerunt desse illicita, die aus eigenem Antrieb rechtswidrige Handlungen begangen haben. Solche Kinder nimmt er, die ohne Gewissensbisse unerlaubten Gebrauch von ihrem Körper gemacht haben, im Prinzip nicht gesündigt, obwohl sie das Alter der Vernunft erreicht haben. Auch bei einem falschen Gewissen helfen dem Beichtvater die folgenden Beispiele auf Seite 73. Gustav, ein 10-jähriges Kind, hat sich zu den obszönen Lehren seines Vetters ersten Grades hingegeben. Er hat es in der Beichte gestanden, aber der Umstand, dass es sein eigener Vetter war, weggelassen, weil er nicht wusste, dass eine Sünde aus diesem Grund schwerer war. Später erkannte er seinen Irrtum und fragte sich, ob er ihn unter Angabe dieses Umstandes erneut beichten muss. Gustav ist nicht zu einer neuen Beichte verpflichtet. Sein Seelenfrieden soll nicht gestört werden. Was soll ich über die schamlose Art und Weise sagen, mit der der Beichtvater die Ehefrage, die eheliche Pflicht, die Vollziehung der Ehre und die Pflichterfüllung behandelt? Er denkt an nichts anderes und daran, wie geschickt er durch die Frau die Macht über den Mann gewinnt. Der Beichtvater, ne? Am interessantesten ist jedoch die Verachtung, die der Priester der Frau entgegenbringt. In der alltäglichen Praxis des Lebens gibt es keine Art von mystischer Fürsorge und keine umschmeichelnden Formulierungen in der Stimme und Gestik, die er nicht anwendet, um sie zu verführen. Hier sind die geheimnisvollen nächtlichen Zusammenkünfte, wo sie mit gesenktem Blick unter dem Schleier gehen und die Wände mit Seufzern vorhersagen, Musik, Weihrauch, Rausch der niederen Sinne in der Tiefe dunkler und klangvoller Kapellen streifen. Wo der Schritt verstohlen wird und wo der Lüster hochhängt, faszinierend. Der Priester versteht es, die vielfältigen Reize der Eitelkeit in Bewegung zu setzen, indem er eine Rolle spielt, ein Bedürfnis, das von der modernen Gesellschaft nicht befriedigt wird, selbst in den edelsten Bestrebungen des Herzens weiblicher Großzügigkeit. Dies ist für die Welt, für die Politik, für die Macht, denn der Herr der Frau ist der Herr über den Mann. Aber hört, wie sie reden, wenn sie sich weit weg von den Ohren ihrer Diener versammeln. Sie nehmen die harten Worte des Geistlichen für sich in Anspruch. So sagt Guri auf Seite 306. Vom Gewand kommt Ausschlag, von der Frau Unreinheit oder Böses für den Mann. Ihre tiefe Verachtung für die Tochter Evas kommt in der vulgärsten Form zum Ausdruck. Ich könnte meinen Lesern 100 Beispiele zeigen. Lass mich nur eins zitieren, das in vielerlei Hinsicht sehr merkwürdig ist. Bei der Diskussion über die Taufe wird die Frage gestellt: Ist es notwendig, Kinder zu taufen, die von einer Bestie und einem Menschen geboren wurden? Ja,
wenn es sich um einen Mann mit einem Tier handelt. Nein, wenn es sich um eine Frau und einem Tier handelt. Denn im ersten Fall kann nur das Kind als Nachkomme Adams angesehen werden. So sagt Guri auf Seite 483 in seinem Moralwerk. Die Frau ist also für den Priester nichts anderes als eine Art Boden, auf dem die menschliche Pflanze keimt. Oder wie Nardi erklärt, die Frau ist Erde, kommt daher Mutter Erde, Gaia. Sie gehört, bedeutet, der Menschheit nur als Nährboden. Also wir lesen jetzt hier immer noch Guris Moraltheologie, ne? Ja, das ist nicht jetzt meine Aussage, sondern das ist hier von dem Morallehrer. Die Frau ist also für den Priester nichts anderes als eine Art Boden, auf dem die menschliche Pflanze keimt. Die Frau ist Erde. Sie gehört oder sie bedeutet der Menschheit nur als Nährboden. Bittet man den Priester also, etwas von den edlen Gefühlen zu verstehen, die die Ehre der Menschheit ausmachen. Er weiß nicht, was Liebe ist. Er kennt nur Unzucht. Der Priester, ja? War eben ganz klar und deutlich. Also, was ich jetzt hier vorlese, das kommt nicht aus Guris Werk, das war davor, bis Seite 483. Jetzt ist hier also die Autorin, die das schreibt. Mal eben sehen, ich war eben gerade selbst ein bisschen verwirrt. Ja? Die Autorin schreibt, dass also die Frau ist für den Priester nichts anderes als eine Art Boden, auf dem die menschliche Pflanze keimt. Die Frau ist Erde, darauf sage ich, kommt daher der Ausdruck Mutter Erde, Gaia. Ja? Sie gehört der Menschheit nur oder bedeutet der Menschheit nur als Nährboden. Bittet man den Priester also, etwas von den edlen Gefühlen zu verstehen, die die Ehre der Menschheit ausmachen. Er, der Priester, vor allen Dingen der Beichtvater, er weiß nicht, was Liebe ist. Er kennt nur Unzucht. Er verunreinigt mit seinen unreinen Träumereien alles, was in der Welt am heiligsten und reinsten ist. Es ist nicht nur das Ehebett, dessen Geheimnisse er mit seiner unersättlichen, von bebender Gier gequälten Geilheit erforscht. Er betrachtet versteckt das keusche Gespräch eines Ehepaars, den Kuss von Schwester und Bruder, Vater und Tochter, Mutter und Kind. Er belästigt sie mit seinem unreinen Verdacht und auch das erste Zittern der erwachenden Seele und die Spiele der Kindheit, die er hasst und verleumdet. Über all diese Freude und Zärtlichkeit, diese erlesenen Anmutungen, sehen wir seine bösartige Spur wie Schneckenschleim auf den prächtigsten Blumen. Wenn er nicht weiß, was Liebe ist, nicht einmal Anstand, so weiß er auch nicht, was Zärtlichkeit, Großzügigkeit, Hingabe, Freundschaft, persönliche Würde, Bürgerpflicht und Vaterlandsliebe ist. Er ignoriert all diese edlen Dinge so sehr, dass er nicht einmal ihren Namen kennt. Alles, was das Herz der Menschheit höher schlagen lässt, lässt ihn kalt. Sprich mit ihm nicht über den Fortschritt der Brüderlichkeit oder der Wissenschaft, der Freiheit oder der Hoffnung. Er versteht's nicht. Er probt in seiner dunklen Ecke ein falsches Gewissen, geheime Entschädigungen, geistige Einschränkungen, schändliche Sünden. Und ich füge hinzu, spirituelle Übungen. Und damit enden wir für heute auf Seite 31 dieses Buches. Das Thema der Lesung. Und ich denke, das war ganz schön harter Tobak. Und ihr seht wieder einmal, wie wichtig es ist, die Bibel dagegen zu halten. Da waren ein paar Aussagen, wo ich gesagt habe, von hier müssen wir die Bibel beiziehen. Wenn die römisch-katholische Kirche sagt, die Frau hat sich dem Mann zu unterwerfen, wann immer er es will, ja, das steht so nicht in der Bibel. Man kann das, was in der Bibel so steht, so auslegen, wenn man den Geist des Teufels hat, ja. Aber wenn man den wahren Geist hat, dann versteht man das ganz anders. Dann versteht man es genauso, wie Paulus das gemeint hat. Wenn dem Mann der Körper der Frau gehört, aber gleichzeitig der Frau den Körper der Körper des Mannes, dann herrscht da innerhalb dieser Ehebeziehung eine absolute Gleichberechtigung. Und dann kann der eine von dem anderen nichts fordern, wo der andere nicht mit einverstanden ist. Das würde das Ehebett beflecken. Aber wie in Hebräer geschrieben steht, das Ehebett sei unbefleckt. Bis zur nächsten siebten Lesung. Ich freue mich, euch dann wiederzusehen. Und wenn ihr Kommentare habt, auch wenn das ein sehr
komplexes und schwieriges Thema ist, dann schreibt es ruhig in die Kommentarsektion des Videos. Kommentare, die eine Antwort erfordern, beantworte ich. Alle anderen ignoriere ich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend und bitte bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Shalom. Maranatha.